Abderrahman Samba ist seit Samstagabend der zweitschnellste 400m-Hürdenläufer aller Zeiten. Der Katarer durchbrach beim Diamond League Meeting der Leichtathleten in Paris in 46,98 die Schallmauer von 47 Sekunden und verfehlte damit den 26 Jahre alten Weltrekord von Kevin Young, USA, 46,78, nur um 0,2 Sekunden. Der 23-jährige Samba vollzog einen gewaltigen Leistungssprung. Seine alte persönliche Bestzeit lag bei 47,41 Sekunden, erzielt am 10. Juni in Stockholm. Auch der hinter ihm zweitplatzierte Kyren MC Master von den britischen Jungferninseln verbesserte sich erheblich und wurde in 47,54 Sekunden gestoppt. Abderrahman Samba überstrahlte mit seinem Lauf die restlichen Wettbewerbe. Dabei überzeugte Kroatiens zweimalige Olympiasiegerin Sandra Perkovic mit ihrem Diskussieg mit 68,60 Metern. Keine Rolle spielte ein deutsches Trio. Als Beste landete Anna Rüh mit 62,65 Metern auf Rang 5. Vierte im Dreisprung wurde Christine Gierisch mit 14,42 Metern, nicht zu schlagen war Kolumbiens Olympiasiegerin Katharine Ibargen, 14,83.